Wir sind jetzt backstage beim Heaven, 25 Jahre. Und wen trifft man da? Tja, kennen Sie diese Frau? Ich glaube schon. Conchita Wurst ist heute auch hier vertreten. Was verschlägt dich denn hierher? Naja, ich kenne Miss Candy nun schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Also so vielen Jahren nicht, aber einige. So alt bist du nämlich noch nicht, mein Schatz. Und, 25 Jahre Heaven, ich finde, das ist was ganz, ganz großartig und das ist eine Geschichte der Community hier in Österreich und ich habe mir das nicht nehmen lassen können, hier heute dabei zu sein. Und du hast heute die ärgsten Augen, die ich jemals gesehen habe. Möchten wir da mal ranzoomen? Also, ich weiß nicht, heute werden die Männer und Frauen scharenweise darin versinken. Ist das heute so dein Ziel? Ach, sonst nicht. Sonst nicht. Nein, ja, mich haben schon einige heute darauf angesprochen. Es ist einfach nur, wenn man eine bärtige Frau ist, möchte man auch ein bisschen seinen Look ändern. Du meinst, es soll nicht alle auf deinen Bart schauen, sondern auch in deine Augen? Nein, ich wollte einfach nur meinen Look ein bisschen ändern. Und, mir war danach. Man kann der Frau Wurst aber auch aufs Dekolleté schauen, weil sie hat weniger Haare auf der Brust als meiner einer zum Beispiel, was mich persönlich sehr schockiert. Harzt du oder rasierst du? Weder noch, ich habe keine Brustbehaarung. Was mache ich falsch in meinem Leben? Ich bin ein verpatzter Bub, da haben wir es wieder. Danke, Conchita. Das sieht toll aus. Du hast mich ja noch nicht unten drunter gesehen. Aber das können wir rasch ändern. Heute ist Heaven und wir lassen die Conchita jetzt einfach mal Party machen, oder? Ich glaube, deswegen bist du ja auch hier und nicht, damit du mir da doofe Fragen beantwortest. Deswegen bin ich hier, aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir ganz viel Spaß. Danke, meine Liebste. Und dass du ganz viele tolle Gesprächspartner findest. Du warst schon mal grandios. Also es war schon mal ein guter Anfang. Dann crashen wir doch gleich mal. Conchita, viel Spaß. Lass es krachen. Dann crashen wir doch gleich mal.